So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind jetzt doch schon in einer neuen Folge. Hab die letzte Folge irgendwo mal ein bisschen länger geschnitten, beziehungsweise es war, ich glaube, die vorletzte, die mit dem Knogger-Dojo auf jeden Fall. Die habe ich ein bisschen länger geschnitten, sodass sich das Ganze wieder am Ende ausgegangen ist. Okay. Wir sind jetzt im Kapitel 6. Mein persönliches Hasskapitel wäre da nicht eine Sache dabei, die ich jetzt sehr toll finde gleich. Wie ich schon erwähnte, gibt es weit im Osten einen See. Und um diesen See gibt es viele ungelöste Rätsel. Wir hoffen, dass wir diese Rätsel lösen können. Daher planen unsere Gilde zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Expedition. Eine Expedition, sagst du? Ja, bitte, oh ja. Unsere letzte Expedition ist schon so lange her. Aber das heißt, ihr werdet wieder aus allen von uns Mitgliedern für die Expedition auswählen, oder? Ha, genau. Wir werden in einigen Tagen aufbrechen. Und in den nächsten paar Tagen werden wir die besten Lehrlinge auswählen. Die ausgewählten Mitglieder werden das Expeditionsteam bilden. Gebt euch Mühe, dann werdet ihr vielleicht für die Expedition ausgewählt. Auweia, das ist so aufregend. Jawohl, ja, ich war noch auf keiner Expedition. Ich würde diesmal wirklich gern mitgehen. Versuchen wir unser Bestes, damit wir ausgewählt werden. In Ordnung, Pokémon. Nun geht eure gewohnten Arbeit nach. So. Expedition steht ja auch noch an. Stimmt. Ihr habt schon länger nicht mehr aufgenommen hier. Wir dürfen heute wieder Jobs vom Infobrett machen. Aber da wartet jetzt, glaube ich, eh schon jemand da, oder? Ja, yep, genau. Ein paar Altbekannte. Heute sollen wir uns also um die Jobs kümmern, die am Job-Infobrett und am Ganoven-Infobrett aushängen. Versuchen wir, so viele Jobs zu erledigen, wie wir können. Dann müssen sie uns einfach ins Expeditionsteam aufnehmen. Sehen wir gleich nach, Kilian. Sieh mal da, diese Pokémon. Hey! Ihr zwei. Diese beiden... Warte, haben wir die nicht schon mal gesehen? Flashback. Ich weiß es wieder. Das sind die beiden Halunken, die mir mein Reliktfragment gestohlen haben. Was macht die denn hier? Du solltest wissen, dass wir auch ein Erkundungsteam sind. Was ist so seltsam daran, wenn wir ein Erkundungsteam das Jobinfobrett liest? Was? Ihr seid ein Erkundungsteam? Genau, auch wenn unsere Methoden nicht immer vorschriftsmäßig sind. Aber was für eine Überraschung. Warum seid ihr denn hier? Wir wollen Erkundungsteammitglieder werden, also trainieren wir in dieser Gilde. Was? Ihr wollt ernsthaft Erkundungsteammitglieder werden? Du da, komm mal eben mit. Was ist? Jetzt versteh mich bitte nicht falsch, aber das mit Erkundungsteam solltest du besser vergessen. Was? Warum? Tja, weil du viel zu ängstlich bist. Du erschreckst leicht. Für eine Memme wie dich ist ein Erkundungsteam nichts. Aber... Es stimmt, dass ich ängstlich bin. Aber darum trainiere ich, um meine eigenen Schwächen zu überwinden. Im Moment arbeite ich daran, für die Gildenexpedition ausgesucht zu werden. Oh, eine Expedition, sagst du? Tja, nur der Wille reicht aber nicht. Ohne Talent wirst du kaum ins Expeditionsteam ausgewählt werden, oder? Im Grunde geht es nur um Talent. Nur um Talent. Das sagst du. Du redest zwar viel über Talent, aber welche Fähigkeiten hast du denn? Ihr seid so schwach, dass sogar wir euch geschlagen haben. Tja, da hatten wir den Boss nicht dabei. Boss? Genau. Team Totenkopf, unser Erkundungsteam, hat 3 Mitglieder. Unser Boss ist extrem talentiert. Man kann sagen, er ist knallhart. Wenn der Boss dabei wäre, würden wir euch zertreten wie einen Wurm. Wo wir vom Boss reden, ich kann gerade riechen, dass er kommt. Riechen? Hier ist der Boss. Verschwinde aus dem Weg. Oh, Kilian. Was ist das für ein fürchterlicher Gestank? Es stinkt wie vergammelter Käse. Das ist ekelhaft, jawohl, ja. Hey, meine Augen brennen.
Aus dem Weg, oder willst du wie dieser Waschlappen da drüben enden? Oh nein. Boss. Du hast es ihnen gezeigt, Boss. Du bist der Beste. Ja, ja, schon gut. Also ihr zwei, habt ihr irgendwelche Jobs gefunden, die Moneten einbringen? Am Job-Infobrett hängen nur billige Jobs. Dafür gibt es etwas ganz anderes, Boss. Das könnte eine ganz große Sache werden. Psst, psst, flüster, psst. Was? Eine Expedition der Gilde? Das hört sich ausgezeichnet an. Nicht wahr? Hauen wir ab. Wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Kommt schon, gehen wir. Ja! Was glaubst du dir so? Das ist keine Unterhaltungsshow. Hehe, bis dann, ihr Waschlappen. Alles okay, Kilian? Gut, du scheinst nicht verletzt zu sein. Trotzdem, das war wirklich fies. Ich habe mich getraut, ihm die Meinung ins Gesicht zu sagen. Und das, obwohl dir wehgetan hat, Kilian. Ich schäme mich dafür. Sie haben recht, ich bin ein Waschlappen und ein Angsthase. Nee, bist du gar nicht. Danke, dass du mich aufheitern willst, Kilian. Aber ich bin wirklich ein Angsthase. Das weiß ich schon lange. Ich habe beschlossen, dass ich trotzdem mein Bestes geben kann, auch wenn ich nicht so mutig bin. Wegen so etwas werde ich nicht das Handtuch werfen. Ich werde meine gute Laune nicht verderben lassen und nicht aufgeben. Vielen Dank. Geben wir fürs Erste besser unserer gewohnten Arbeit nach. Heute sollen wir uns um die Jobs kümmern, die am Job- und Ganoven-Infobrettern aushängen. Halten wir uns ran. Ja, schauen wir doch mal, was hängt denn hier? Strandhöhle, Feuchtklippe, Feuchtklippe, Stachelberg, Wasserfallhöhle. Also, wir hatten drei in der Feuchtklippe und vom Rest der Dungeons, die wir haben, einen. Schauen wir mal, was haben wir hier? Weiß nicht, ob der Job schon zu heftig ist. Das sind schließlich B-Jobs. Aber die alle in der Feuchtklippe, die würde ich alle mitnehmen. Da haben wir nämlich die meisten Jobs einfach. U3, U4, U5 und U6, also drei aufeinander folgende Ebenen. Oh fuck, das ist eine Escort-Mission und ich habe einen Ganoven davor. Das könnte sehr kriminell werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da bin ich am Überlegen, ob ich die Ganoven-Mission da vielleicht mal außen vor lasse. Und einfach nur. Also entweder die Ganoven oder die Escort-Mission. Eine von beiden müsste ich da fast außen vor lassen. Also wenn die in anderer Reihenfolge wären, wäre es kein Problem. Aber ich habe den Ganoven, bevor ich die Escort abliefern kann. Aber ich glaube, ich lasse die Escort-Mission weg. Die mache ich gleich gar nicht. Das sehe ich eh gerade. Das ist ein Schneebedeck, das ich eskortieren müsste. Da hätte ich für die ganze Zeit den blöden Hagel. Das machen wir lieber mal nicht. Ein Ganoven ausschalten ist kein großes Problem. Ah, es ist endlich soweit. Ja. Oh, ein Kunde. Ist es nicht so? Ein schöner Tag, ist es nicht so? Der neue Laden Panda Café hat jetzt geöffnet. Dieser schöne Laden quillt über mit Hoffnungen und Träumen, ist es nicht so? Hoffen und Träumen? Ja, genau. Hey, warum kommt ihr nicht rein? Nicht so schüchtern. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Warum schauen wir nicht einfach mal rein? Wir haben zwei Gäste. Kaffee. Wow, ganz schön geräumig. Hallo, willkommen im Panya Café. Mein Name ist Panya, mir gehört dieses Café. Ein Café für Erkunder, die ohne Unterlass auf der Jagd nach Neuigkeiten sind und ständig neue Herausforderungen suchen. Ein Café
Kaffee für Erkunder? Ganz genau. Nach den Strapazen einer Erkundung ist das Schönste auf Erden, einen leckeren und gesunden Drink zu genießen. Deswegen ist es uns eine Ehre, Erkundern diesen Service bieten zu können, und wir hoffen, sie damit zu beglücken. Heute ist die große Eröffnung. Erlaubt mir, euch herumzuführen. Das ist die Saftbar. Ihr habt doch auf euren Erkundungen garantiert bereits Gummis und Apfel gefunden, nicht wahr? Hier werden aus diesen Dingen die leckersten Drinkkreationen. Ihr gebt mir, Pandia, einfach die Zutat und ich verwende mein Können, um euch einen köstlichen Drink zu mixen. Wirklich? Bringen wir dir einen Apfel, würdest du also einen Apfeldrink daraus machen, wenn ich das richtig verstehe? Stimmt, ganz genau so geht das. Und während ihr euch des Drinks erfreut, könnt ihr entspannen und Erkundungsgeschichten mit anderen austauschen. Kommen wir zur nächsten Einrichtung. Hier ist das Herzstück des Ganzen, der Wiederverwertungsladen. Ich wette, ihr habt bereits einige Items von euren Reisen mitgebracht, die euch kaum weiterhelfen, nicht wahr? Manchmal müsst ihr vielleicht sogar Items wegwerfen, nur um wieder Platz zu schaffen. Ist das nicht verschwenderisch? Dabei sind mit Sicherheit andere Erkunder unterwegs, denen genau so ein solches Item aus der Patsche helfen könnte. Aus diesem Gedanken heraus haben wir diese Einrichtung gegründet. Bringt eure überflüssigen Items hierher und tauscht sie gegen was Nützliches ein. Klingt gut, oder nicht? Was dem einen nichts ist, ist dem anderen Pokémon alles, stimmt's? Ich dachte, es ist doch lustig, Erkundern einen Treffpunkt zu bieten, an dem sie Items miteinander tauschen können. Niemand soll mehr ein Item wegwerfen müssen und dabei denken, was für eine Verschwendung. Darum geht es. Wenn ihr also eine Ansammlung entbehrlicher Items habt, macht Gebrauch vom Wiederverwertungsladen. Das Tollste ist, für das Wiederverwerten gibt es manchmal sogar Preistickets. Die machen eine Menge Spaß. Ich weiß, das war jetzt ein ganz schön hastiger Rundgang, aber ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewinnen können. Wow, der Laden sieht ziemlich spaßig aus. Ich danke euch. Mein Ziel ist es, einen Raum der Hoffnungen und Träume zu bieten, in dem sich Erkunder treffen und austauschen. Ich hoffe, euch bald wieder hier im Pandia-Café begrüßen zu dürfen. Davon kannst du ausgehen, ich bin gleich Stammkunde bei dir. Hier ist übrigens unser kleiner Destiny, die warten nämlich jetzt unsere Partner hier immer schön im Café. So, ich hol mal meine Gummibonbons. Ach, und Palimpalim. Ah. Oh, Kilian, warst du gerade im Café? Das trifft sich ja hervorragend. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Bitte an dich. Bisher haben deine Teammitglieder, die du auf Erkundung nehmen wolltest, immer an diesem Wachterloch gewartet. Aber jetzt, wo gerade das Café eröffnet wurde, da waren alle der Meinung, es wäre schöner, entspannt im Café zu warten. Das verstehe ich vollkommen. Ich meine, ich verstehe, dass sie das so sehen. Nun, Kilian, wie denkst du darüber? Würdest du dich mit deinen Teammitgliedern auch im Café treffen? Aber natürlich dürfen sie das. Dankeschön, Kilian. Ich werde es allen mitteilen. Ich bin mir sicher, sie werden sich alle darüber freuen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe hier ein Schild platziert. Hast du schon gesehen? Ja, habe ich gerade gesehen. Oh, natürlich. Du musst die Glocke geläutet haben, denn dein Team hat sich bereits versammelt. Du weißt schon, wenn du diese Glocke läutest, dann komme ich von der Gilde hierher. Du kannst dein Team nach wie vor auch hier aufstellen. Wenn du dein Team also aufstellen möchtest, läute einfach die Glocke. Das ist alles. Viel Erfolg auf deiner Erkundung. So, genau. Jetzt will ich aber endlich meine Gummibonbons holen. Weil jetzt wird ganz, ganz viel gemixt. Moment, hier eine Kangama-Lager. Ich würde erstmal gern ein bisschen was lagern. Das Zeug, was wir auf der letzten Expedition gefunden haben und nicht brauchen, nämlich. Was haben wir denn hier? Das Blauband brauchen wir nicht. Die lagern wir mal ein. Wurf-Items brauche ich gerade wirklich keine. Rena Persiv, 2 Sinelbeeren, 1 Beliebersamen, 1 Tapelixier, das reicht dann. Dann würde ich gerne ein bisschen was mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Flora, Gelb, Gold, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß, Weiß, Weiß. Alles mitnehmen. Jetzt wird gemixt.
Also, jetzt würde ich gerne was bestellen. Und zwar fangen wir mal von hinten an. Die meisten Sachen gebe ich sowieso mir selbst, weil ich bin der, der am meisten kämpft und daher brauche ich die höchsten Statuswerte. Und außerdem habe ich die coolsten IQ-Fähigkeiten. Oh, er hat sogar ein erstaunlich gutes Gefühl. Das ist sehr schön, das gibt einen extra IQ-Boost. Mehr Angriff und IQ steigt. So. Der nächste bitte. Das machen wir jetzt durchgehend, bis wir alle Gummis verbraucht haben. Lediglich die Orange-Gummis werde ich an Fliegi geben. So. IQ steigt, Angriff steigt. Bisschen andere Werte als Angriff wären dann auch mal ganz nett irgendwann. So ein bisschen Spezialangriff zum Beispiel. Aber bei Verteidigungswerten sage ich auch nie was. Aber die erhöhen mir alle den Angriff. Schwarzgummi ist Unlicht. Wäre zwar auch für Fliegi ein bisschen besser, weil der gegen Unlicht effektiv ist, aber ich brauche die erstmal dringender. Was haben wir hier? Verteidigung steigt. Das ist sehr schön. Verteidigungswerte kann man immer gut brauchen. Verteidigung ist, glaube ich, so ziemlich der stärkste Wert, den es in diesem Spiel gibt. Also die beiden Verteidigungswerte sind wesentlich stärker als die Angriffswerte. Da gibt es Spätzdef plus 1. Das ist sehr schön. Grüngummi nehmen wir auch mit. Angriff. So viel Angriff, wie ich jetzt gerade kriege, habe ich bald einen super starken Angriffswert. Und immer noch keine IQ-Fähigkeit dazu bekommen. Na gut, die ersten wären sowieso nicht so wichtig. Mir geht es eher um die, die weiter hinten kommen. Gerade wenn es dann um solche Sachen wie Treppenspürer, Fallenseher und Schnelltreffer geht, sind die letzten drei, die ich kriege, und die definitiv besten. Na, dann haben wir zumindest schon mal den Statusprüfer. Der bringt mir zwar jetzt selber gar nichts, aber ja, was soll's. Gelbgummi, das ist der beste, den ich kriegen kann. IQ steigt merklich, Verteidigung steigt um 1. Und dann noch den Flora-Gummi. Und noch mehr Spezialverteidigung. So. Schauen wir mal ganz kurz im Wiederverwertungsladen vorbei. Ach ja, stimmt, ich muss mit Isso reden, nicht mit Wing, genau. Schauen wir doch mal. Eine Sinelbeere für 2 Äpfel könnte ich tauschen. Oder ein Preisticket für 4 beliebige Items. Machen wir einfach mal. Aber mehr Äpfel will ich nicht hergeben. So. Ach, Moment, eine Sache können wir noch machen. Ich könnte mal ganz kurz an den Strand schauen, ob da vielleicht noch ein Job liegt. Haben wir jetzt eh schon wieder fast eine ganze Folge damit verbracht, irgendwelche Dialoge zu lesen und Gummis zu mixen. Also gut, wie viel Geld habe ich denn? 754. Dann nehme ich mal alles mit. Wie viele Belebersamen habe ich eigentlich noch im Lager?
Wenn ich das richtig sehe, gar keine. Das ist schade. Moment mal. Ich habe hier noch was. Das Zeug kann ich mir noch mixen lassen. So viele Sinelbeeren. Die Samen lasse ich mir auch mal mixen. Hast du gerade einen Belebersamen, den ich kaufen kann? Das wäre nämlich ganz, ganz nett von dir. Ja, bitte, den hätte ich gerne. Einen gewissen Vorrat an Belebersamen habe ich nämlich immer gerne. So, dann lassen wir uns jetzt noch ein bisschen was mixen. Die Samen bringen zwar gar nichts, wenn man sie sich mixen lässt, allerdings wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann man damit einen Wunderdrink auch kriegen. Das versuche ich bei sowas immer herauszulocken. Aber jetzt machen wir erstmal eine Zitrubeere, weil da kriege ich auf jeden Fall was. Nämlich mindestens 2 KP. Und ein Wunderdrink wäre optimal. Nix, aber wir haben ja hier noch ein bisschen Protein. Kriege ich noch mehr Angriff. Das Ganze gleich nochmal. Ich muss jetzt dann direkt mal auf meine Statuswerte schauen, wie viel Angriff ich jetzt gleich habe. Hier kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Spezialangriff, den können wir ja auch sehr gut brauchen. Der Calcium Smoothie. So, und Eisen. Das erhöht noch meine Verteidigung. Jetzt aber echt noch fast kein Glück gehabt, nur einen kleinen extra Schub im IQ habe ich bis jetzt bekommen. So, das hat jetzt nur eine Wirkung, wenn ich irgendwas mit irgendeinem besonderen Drink draus mixt. Oh, genau das zum Beispiel. Ein Max KP dazu bekommen, einfach mal so. Das versuche ich bei solchen Sachen immer rauszuholen. Und da ich mit Samen sonst bestenfalls, also kann ich nichts mehr machen, außer sie vielleicht wieder zu verwerten. Aber ich hole mir lieber ein paar extra Statuspunkte, sofern es denn funktioniert. Man muss alles probieren. Und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar noch einen Wunderdrink. Aber ein Wunderdrink ist es zwar nicht, aber nochmal ein kleiner Stat-Boost. Nochmal 1 KP. Das ist doch sehr schön. Jetzt habe ich 60 KP. Jetzt möchte ich mal meine Statuswerte sehen. Oh, Facebook sagt irgendwas. Moment, muss ich mal ganz kurz... So. Facebook zugemacht. 37 Angriff, 41 Spezialangriff, 30 Verteidigung, 26 Spezialverteidigung. Ja, vergleichsweise mit Fliegi habe ich da jetzt schon ein gutes Stück mehr.
In der Spezialverteidigung ist er mal zwar weit voraus wegen seinem Zinkband, aber... So. Ja. Jobliste. Wir haben ja die drei an der Feuchtklippe heute. Die machen wir einfach. Ach, ich habe noch Geld dabei. Das sollte ich vielleicht noch ablegen. Ich glaube zwar nicht, dass ich an der Feuchtklippe noch großartig sterben kann, aber sicher ist sicher.